Sie verkaufte Hochzeitskleider und war sehr mondän. Doch ihr Freund nahm sich eine andere und sie musste gehen. Da saß sie nun, wusste nicht wohin ohne ihren Danny. Sie fuhr nach Manhattan, stand vor Sheffields Tür, um Make-up zu verkaufen, doch er sah mehr in ihr. Sie war schön, hatte Stil, das gefiel und schon war sie die Nanny. Was für ein Glück für die Kinder im Haus. Die neue Nanny brachte sie groß raus. Auch dem Haus entkommt sie gelegen. Pass auf, Sisi. Für die Kinder ist sie ein Segen. Ja, c'est la vie. Egal ob stürmt oder schneit, sie läuft in Mini rum und macht Outfit. Die Frau ist nicht zu bremsen.